Gut, wir spielen jetzt die Quest Blut im Auge. Klingt auf jeden Fall schon mal schmerzhaft. Zumindest muss ja zu irgendwas geführt haben. Und wir schauen uns das jetzt mal genauer an, was es hier geht. Nun, da ich das ISO-Instrument habe, müssen wir schnell handeln. Du lenkst Atlas ab, während ich in seine Privatgemächer schleiche. Oh nein, Mir schleichen. Nachdem Poseidon Menschenversuche verboten hatte, nahm Atlas eines der Instrumente an sich und behielt es. Theoretisch sollte es meiner DNA eine dritte Helix hinzufügen. Ich habe gesehen, was ISO-Instrumente anrichten kann. Unschön. Es wurde gründlich erforscht und ich fand Beweise für Menschenversuche, die sehr vielversprechend waren. Allerdings in früheren Zyklen, bevor Poseidon die Experimente verbot. Ah, jetzt können wir die noch ein bisschen lenken, zu sagen, Atlas die Wahrheit oder Atlas wird das nicht gefallen. Auf jeden Fall, Atlas wird das nicht gefallen. Ich wirkte ziemlich machthungrig. Ich glaube nicht, dass er seinen Thron gerne teilen würde. Hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau. Das werde ich Atlas klar machen, Dikastes. Ich bin nicht sicher, ob ein guter Dikastes einen atlantidischen Archon hintergehen sollte. Ich habe mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Keine Sorge. Beschäftige du einfach Atlas, solange ich in seiner Kammer bin. Ich fürchte, wir haben nicht viel gemeinsam. Worüber soll ich mit ihm reden, ne? Das Wetter? Atlas ist ein eifersüchtiger Liebhaber und er wird sich von deiner Rolle als Dekastes bedroht fühlen. Nutze das zu deinem Vorteil. Hauptsache, du erwähnst meine Pläne nicht. Oh, wunderbar. Das wird unserer Beziehung sicher gut tun. Jeder weiß, dass es an der Spitze einsam ist, Dekastes. Gehen wir. Ja. Schön. Blut im Auge. Eskortiere Elpis. Genau studiert. Oder Elpis? Oder Elpis, nee, Elpis heißt sie. Sollte ich das Instrument ohne Nebenwirkung nutzen können? Ja, wie oft müssen das jetzt noch wiederholen? Das sollte beunruhigt mich. Vergiss das. Egal, was du tust, verrate Atlas nichts von meinen politischen Plänen. Nein, ich verrate nichts. Das hast du mir jetzt schon mehrfach gesagt. Also, wenn man das jetzt wieder vergisst, ist man schön doof. Es sei denn, ja, es ist ja ein Assassin's Creed-Spiel. Hier kann man ja plötzlich in Bedrängnis kommen. Ich könnte Atlas glauben machen, wir stünden uns näher, als wir es tun. Stehen wir uns nicht nah? Wär's gelogen? Du weißt, was ich meine. Ja, Atlas eifersüchtig zu machen, wäre sicher eine gute Ablenkung. Uff. Alter, das ist echt heftig jetzt. Was macht denn der hier für eine Pose? Elpis? Was machst du hier? Und ausgerechnet mit ihm? Der Dikastes und ich sind spazieren gegangen. Und da fiel mir ein, dass ich ein Buch über atlantidische Geschichte hier vergessen habe. Er hätte es gern. Könnte ich es kurz holen? Ich? Natürlich. Soll ich dir beim Suchen helfen? Nein, nein. Bleibt ihr ruhig hier. Ihr habt sicher viel zu besprechen. Elpis hat nicht zufällig etwas damit zu tun, dass du am Adamant-Metallon herumgeschlichen bist, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Vermutlich hat dir Elpis bereits von unserer Beziehung erzählt. Sie ist leider nicht so diskret, wie ich es mir wünschen würde. Was hast du mit ihr zu schaffen? Raus damit. Ja, ich muss den auf jeden Fall anlügen. Wir lernen uns nur besser kennen, ja. Darf Elpis etwa keine Freunde haben? Natürlich darf sie das. Aber ich vermute, dass mehr dahinter steckt. Du hast nichts zu befürchten, Atlas. Ich plane keine Intrige gegen dich. Vielleicht spielst du keine Spiele, aber Elpis lebt für sie. Ich weiß, wenn sie etwas im Schilde führt. Ich helfe bis hier. Ich sprich nicht so über sie. Sprich nicht so über Elpis. Sie ist nicht manipulativ. Sie ist leidenschaftlich. Also bedeutet sie dir doch etwas. Es klingt nicht so, als würdest du Elpis lieben. Und du klingst nicht so, als wär dir einfach nur Bekannte. Wir lieben uns, ja. Die Wahrheit ist, Elpis und ich lieben uns. Wie bitte? Ups. Was? Ich sollte ja eifersüchtig machen eigentlich. Ich bin nicht mehr schwach, Atlas. Ich kann an deiner Seite über Atlantis herrschen. Das ist dein Werk. Du willst mit Hybriden gegen die ISO rebellieren. Nein!
Nein! Ups. Was hast du getan? Das wollte ich nicht. Er wollte dich umbringen. Eine blöde Situation hier. Der Bruder hat endlich bekommen, was er verdient hat. War das dein Urteil, Dicastes? Ich habe Atlas getötet. Es war keine Absicht. Du wolltest an seiner Seite regieren, um den Konflikt zwischen Menschen und Isu beizulegen. Er hat meine Träume nicht so unterstützt, wie ich gehofft hatte. Oh ja. Ich unterstütze dich. Nimm seinen Platz ein, wie du es für richtig hältst. Ich kümmere mich um Poseidon und meine Brüder. Hab Dank, Azais. Du kannst nicht korrupter sein als Atlas. Und Atlantis darf den Fortschritt nicht fürchten, wenn es diesen Zyklus überdauern will. Atlantidische Politik ist noch dramatischer als die der griechischen Welt. Was wirst du jetzt tun? Ich bin nicht die Erste, die die Macht über Atlantis mit Gewalt an sich reißt. Wenn die Isu das können, warum nicht auch ich? Dennoch wollte ich meine Regentschaft nicht so beginnen. Ja, wir können ja mal ein bisschen flirten. Du hast mich gerettet. Du hast Herrschaft damit begonnen, mein Leben zu retten. Dafür bin sonst ich zuständig. Kaum ist der andere tot. Wo es gekommen ist, war es genau richtig. Ich danke dir, Dicastes. Ja, Sophie hatte die nicht übrig vom Atlas. Und setzt sich gleich auf den Thron. Na gut, sie hatte ja eigentlich was Gutes vor. Die Isu und die Menschen zusammenbringen und so weiter. Aber das war die Quest. Blut im Auge oder ein Schuss im Herzen.